Mein Name ist Sina Roggenkamp. Ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen zur E-Coffee Lecture heute am 6.7. Und das Thema, was ich heute vorstellen werde, ist unser Projekt, das Projekt, in dem ich arbeite, Level Up Data Literacy and Serious Games. Genau. Ich würde sagen, die wichtigste Frage direkt vorneweg, was ist überhaupt Level Up? Wir sind ein HMWK-gefördertes Verbundprojekt an der JLU Gießen und an der Uni Marburg. Und an beiden Standorten entsteht gerade eine studentische Games-Werkstatt mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In Gießen ist unser Schwerpunkt auf der Entwicklung und der technischen Umsetzung und in Marburg auf der didaktischen Konzeptentwicklung und der Programmierung. Der Förderzeitraum erstreckt sich bis zum 31.12.24. Das Fördervolumen ist 1,3 Millionen Euro, wie gesagt vom HMWK. Das erstmal zu den groben Eckdaten. Damit kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel anfangen. Deswegen möchte ich jetzt in den nächsten 10 Minuten so ein paar kleine Einblicke in unsere Arbeit geben. Genau, hier erstmal die Struktur unseres Projekts an der JLU. Es gibt natürlich, das sieht man links oben, die Projektkoordination, das ist der Pascal Wengert. Dort zählt auch PR- und Öffentlichkeitsarbeit dazu. Das macht unsere Hilfskraft, der Lukas Walter. Dann die beiden, die eine volle Stelle, die in der Hälfte geteilt ist, das bin einmal ich, Instructional Designerin mit dem Schwerpunkt Art und Graphic. In meinem Bereich gibt es noch eine Hilfskraft, die Saha. Und dann im Bereich Programming and Development, die andere halbe Stelle ist gerade vakant. Dann haben wir noch den Alexander und den Robert Palm in diesem Bereich. Und für den Bereich Server und digitale Infrastruktur ist momentan der Marcel Mehlmann bei uns. Und ja, man sieht schon, unser Projekt besteht zu einem großen Teil aus studentischen Hilfskräften und das ist auch bewusst so angelegt. Ein bisschen mehr dazu erzähle ich gleich noch. Ja, zunächst mal zu unseren Projektzielen. Unser Hauptziel ist natürlich der nachhaltige Aufbau von Expertise in unterschiedlichen Bereichen an der Universität. Einmal der Bereich Serious Games und Game Development, vor allen Dingen natürlich für den Hochschulkontext. Und dann unser Themenschwerpunkt Data Literacy. Das ist der Schwerpunkt, mit dem sich in Marburg auch vor allen Dingen beschäftigt wird. Wir haben uns da unterschiedliche Ziele gesetzt. Einmal möchten wir Gaming Frameworks erstellen, also quasi Richtlinien und Beispiele, die man sich anschauen kann zu unterschiedlichen Game Engines und möchten eine Asset-Datenbank aufsetzen, die als Open Source frei für alle Lernenden und auch sonst jeden zugänglich sein soll. Genau, außerdem möchten wir ein Game Development Logbuch veröffentlichen als Orientierung, quasi um den Einstieg in das Thema so ein bisschen zu erleichtern, weil ja so schon viele Hürden, würde ich sagen, bestehen, sich mit dem Bereich Gaming im Hochschulkontext auseinanderzusetzen. Das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auch auf technische Aspekte und das ist so ein bisschen ein Punkt, an dem wir auch gerne ansetzen möchten. Und das habe ich ja eben schon gesagt, Arbeit mit Studierenden, für Studierende, also ein Großteil unserer MitarbeiterInnen sind Studierende und letzten Endes, auch wenn wir natürlich die Lehrenden unterstützen, ist die Arbeit, die wir machen, für Studierende und für die Lehre gedacht. Genau. So ein paar Punkte zu unserer Arbeitsweise im Projekt. Wir haben jetzt in den letzten Monaten auf jeden Fall schon einige externe Schulungsangebote eingekauft, quasi für unsere Mitarbeitenden und darauf aufbauend eigene Angebote entwickelt. Wir haben beispielsweise auch einen öffentlichen ILIAS-Bereich, wo schon zwei Lernmodule bereitstehen. Das kann man über unseren Bereich auf der Website finden. Das werde ich ganz am Ende nochmal zeigen. Ich bin leider ein bisschen erkältet, deswegen hoffe ich, es geht mit der Stimme. Es wird schon ein bisschen schwierig. Genau. Im Bereich Schulung hatten wir jetzt in diesem Sommersemester den Summer of Development. Wer sich dafür interessiert, auch dazu gibt es News-Updates auf der Website und auch auf unseren Social-Media-Kanälen. In Marburg arbeitet das Projekt vor allen Dingen auch eng mit dem Studiengang Cultural Data Science zusammen, was mit dem Themenschwerpunkt zusammenhängt, den ich eben schon erläutert hatte. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht Sie als Lehrende interessieren sich natürlich dafür, okay, jetzt gibt es dieses Projekt, wie tritt man an uns heran? Deswegen haben wir das einmal so ein bisschen
aufgeführt. Natürlich müssen Sie zunächst mal auf uns aufmerksam werden. Wenn Sie diesen Vortrag bzw. dieses Video sehen, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erreicht. Dann können Sie uns ganz unverbindlich ansprechen und mit einer Idee an uns herantreten. Das ist uns wichtig. Wir sind eben ein Projekt, das die Entwicklung von Serious Games unterstützt. Und ja, wenn Sie an uns herantreten, wäre es einfach super sinnvoll, wenn Sie schon eine Idee für Ihre Lehre irgendwie im Kopf hätten. Das muss noch nicht konkret oder umsetzungsorientiert sein, aber der Impuls ist auf jeden Fall wichtig, weil wir von außen kommen und ja, in Ihrem Fachbereich im Zweifelsfall nicht so drin sind. Dann geben wir Feedback und besprechen teamintern die Umsetzbarkeit und können dann im nächsten Schritt vorstellen, unter welchen Umständen die Umsetzung gelingen kann und wie wir Sie bei Ihrem eigenen Projekt unterstützen können. Das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren, zum Beispiel im Bereich der Grafik, dass wir Assets erstellen oder beim Programmieren, dass da unsere Mitarbeitenden eben Support liefern und ja, immer wieder auch in Gesprächen unterstützen und auch zum Beispiel Bereitstellung von Infrastruktur. Genau. Gemeinsam und im engen Austausch setzen wir dann Ihr Projekt im besten Fall um. Welche Projekte wir da momentan schon unterstützen, was momentan in Arbeit ist, möchte ich jetzt gleich nochmal vorstellen. Genau. Und zwar kommen wir jetzt zu unseren aktuellen Kooperationen. Das erste Mini-Projekt, mit dem wir gestartet sind, war der RenPy-Prototyp. RenPy ist eine Open-Source-Software, mit der man Visual Novels erstellen kann. Das sind quasi, wie es der Name schon sagt, das ist eine Engine, die sehr, sehr niedrigschwellig ist, mit der man quasi textbasiert und bilderbasiert eine Geschichte erzählen kann, mit der die Spielenden quasi interagieren. Und da auch unterschiedliche Entscheidungen treffen können, Aufgaben bearbeiten können. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten dafür, dass die Engine so einfach aufgebaut ist. Das beruht auf der Programmiersprache Python. Und wie gesagt, das ist relativ einsteigerfreundlich, würde ich sagen. Der Prototyp, an dem wir gearbeitet haben, simuliert einen Campusrundgang über die JLU und gibt so ein bisschen erste Einblicke in den Funktionsumfang. Wenn Sie sich dafür interessieren und das gerne mal ausprobieren würden, können Sie sich gerne bei uns melden. Wie gesagt, den Kontakt werde ich ganz am Ende nochmal angeben. Der Prototyp ist nicht abgeschlossen, weil wir permanent eigentlich daran weiterarbeiten, aber es ist auf jeden Fall schon einiges da, was man sich anschauen kann. Hier auch so ein kleiner Ausschnitt. Hier sieht man Mika, den Studenten, der über diesen Rundgang quasi führt. Und unten sieht man auch schon eine Textzeile. Und ja, das ist ein Beispiel für Assets, die bei uns die Sahar erstellt hat. Das ist einmal von der Universitätsbibliothek vorne der Vorplatz. Und dann eben Mika, der Charakter. Genau. Ein weiteres Projekt, was wir gerade unterstützen, nennt sich Supporting Daniel. Lehrern helfen, helfen. Da geht es darum, dass in Kooperation mit der pädagogischen Psychologie bzw. mit Dr. Nila Müller gerade eine Visual Novel für Lehramtsstudierende entsteht, und zwar zum Thema LRS, also Lese-Rechtschreibschwäche. Das Spiel wird von einem Studierenden, einer studentischen Hilfskraft von der Frau Dr. Müller entwickelt, vom Dominik Abshagen, im Rahmen seiner wissenschaftlichen Hausarbeit. Das war auch so ein bisschen der Rahmen, ja, in dem er quasi an uns herangetreten ist. Und wir haben dann gemeinsam eine Idee entwickelt und unterstützen ihn jetzt bei der Programmierung des Spiels. Das Spiel selbst, also den Code, fügt er selbst zusammen und wir liefern so ein bisschen Support und auch die Assets. Hier rechts sieht man den Lehrer Daniel, den man dabei begleitet, wie er unterschiedliche SchülerInnen betreut und da eben diagnostische Arbeit im Schulkontext macht. Und das ist gedacht für Lehramtsstudierende im ersten und zweiten Semester und wird wahrscheinlich auch jetzt in den kommenden Monaten zu einem Ende gebracht, soweit, dass es eben an Studierenden quasi erprobt werden kann. Das heißt, es wird dann auch öffentlich zugänglich sein. Genau. Ein weiteres Projekt, was gerade bei uns läuft, nämlich seit April, ist eine Kooperation mit der psychologischen Diagnostik. Dort geht es darum, dass wir ein Online-Self-Assessment-Tool erarbeiten und
da eben als Themenschwerpunkt die digitale Kompetenz der Studierenden abdecken. Das soll so aufgebaut sein, dass es nicht nur ein herkömmlicher Fragebogen ist mit den Test-Items, wie man das in der Diagnostik kennt, sondern es soll so eine gamifizierte, visuell ansprechende Umgebung gestaltet werden. Das machen wir in Kooperation mit der Pascal Petri von der psychologischen Diagnostik. Und auch dazu wird es in den nächsten Monaten auf jeden Fall Updates bei uns geben über die Website und über unsere Social-Media-Kanäle. Genau, so viel als Einblick zu Projekten, an denen wir gerade arbeiten und Kooperationen, die wir momentan am Laufen haben. Wie versprochen, abschließend die Kontaktdaten. Genau, so erreichen Sie uns natürlich einmal über die JLU-Website. Da sind wir über Zentren, über das ZFPK an HessenHub quasi angegliedert und haben da eine Unterseite. Und generell erreicht man uns immer über unsere Funktionsadresse, das ist levelup@zfpk.uni-gießen.de und dort sind alle Mitarbeitenden auf jeden Fall quasi mit eingetragen und können ihre Anfragen beantworten, wenn sie uns denn schreiben möchten. Und vor Ort sind wir momentan aufzufinden in Gießen im Leigesterner Weg 52. Im Raum 214 befindet sich der Herr Wengert und ich bin im Raum 218. Genau. Und dann bin ich tatsächlich auch schon am Ende angekommen.